jetzt kommen die beiden Mannschaften aufs Feld. Und da sehen wir ihn. Eyüp Aydin, er ist wieder mit dabei. Die Großen in Weiß-Grün. Und los kann's gehen. Adlung. Links ist frei auf die erste Chance. Aber geht schon los, geht schon weiter. Pfeil mit der Flanke, die kommt gut und da rutscht Grimms vorbei. Mitte, 1,92 groß, der Innenverteidiger. Und jetzt am zweiten Pfosten, abseits oder nicht. Und die Fahne, sie bleibt unten. Das ist der Ausgleich. Das war, glaube ich, die 16. Das war Lucien Littbarski, wenn mich nicht alles getäuscht hat. Sofort nach unten geschaut zum Schiedsrichterassistenten, aber der Treffer zählt. Schenk. Ja, die Ballverluste gefährlich, wieder Littbarski. Aber diesmal gut dazwischen gegangen, Brückner. Und 13, Kretzig ist da, macht die Seite zu. Meyerhöfer gut auf links gespielt, Littbarski und der war auch nicht ungefährlich. Also die nächste Chance. Achtung, erneut Ismail. Ja, da wird er gehalten. Das ist das Freistoßspray. Hier sehen wir es, wird vorbeilaufen, kurz der Griff. Der Schirm da rund um ihr eigenes Tor. Kurz gespielt. Der Ball mit der Hacke war mal optimistisch gespielt. Was ungenau, da hätte Ranos auf der rechten Seite viel Platz gehabt. Und ja, auf die Sekunde pünktlich Kreuzeck ein. Da passt kein Blatt Papier mehr zwischen Pfosten, Latte und allem. Aber Achtung, aufgepasst auf der anderen Seite. Vierter. Pfeil, aber gut geklärt, der Vierte. Gut verteidigt. Und da läuft er in den Gegenspieler rein. Ja, kein Foulspiel, das war zu rechts. Auch das, ja. Da wollte er den Freistoß haben. Und da beschweren sie sich vorher um die andere Aktion da gegen Brückner. Pfeil. So aus, als würden die Bayern hier wieder versuchen, die nächste Druckphase aufzubauen. Das war ja mit der Halbzeit schon wieder. Die rechte Seite, Zebrauskas, der Flanke. Littbarski kann den nicht verwerten. Ball stark, zum nächsten Wechsel bei Fürth. Littbarski geht raus.